Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Jetzt haben wir noch genug Zeit, um uns zu überlegen, welche Gemüsearten wir in diesem kommenden Gartenjahr ansehen und anpflanzen wollen. Denn bei uns ist noch richtig Winter. Ich wende ja sehr gerne die Mischkultur an. Das bedeutet, dass sich einige Pflanzen- oder Gemüsekombinationen sehr gut mögen und im Wachstum fördern und auch gegenseitig Schädlinge oder Krankheiten fernhalten. Aber dazu muss ich wissen, welche Pflanzenpartner jetzt gut oder nicht so gut sind. Und um das geht es heute. Es ist ja so, je mehr unterschiedliche Pflanzen in einem Beet gemeinsam wachsen, umso besser ist es. Denn der Boden wird nicht einseitig ausgelaugt und Krankheiten und Schädlinge haben auch nicht so die große Chance. Denn normalerweise soll man ja auch die Fruchtfolge beachten. Das bedeutet, es gibt Starkzehrer, Mittelzehrer und Schwachzehrer. Wenn ich zum Beispiel in diesem Jahr Starkzehrer gepflanzt habe, muss ich im nächsten Jahr Mittelzehrer pflanzen und im übernächsten Jahr die Schwachzehrer. Aber bei einer Mischkultur, finde ich, ist das nicht so relevant. Aber was man unbedingt beachten sollte, wenn man zum Beispiel im Vorjahr hier eine Reihe Zwiebel hatte, dann soll man in diesem Jahr nicht wieder Zwiebel setzen. Das gilt genauso für Kartoffel, Karotten, Petersilie und die Kohlgewächse. Und jetzt werden wir schauen, welche Partner gut oder schlecht zusammenpassen. Ich muss auch immer wieder nachschauen, damit ich es ja nicht falsch mache. Die wichtigsten weiß man, aber damit ich euch jetzt keinen Blödsinn sage, schaue ich immer wieder rein. Da wäre gleich einmal der Salat. Der Salat passt eigentlich fast zu jeder Pflanze, nur nicht zur Petersilie, Sellerie und Fenchel. Also das geht gar nicht. Aber sonst könnt ihr Salat eigentlich zu jedem Gemüse setzen. Dann wäre Karotte passt. Die Karotte passt nicht zur roten Beete oder rote Rübe, wie sie auch heißt. Dann die Zwiebel nicht neben Kohl. Dann die Bohnen absolut nicht zu den Zwiebelgewächsen. Sie sind sich gegenseitig Wachstumshemmer. Und der Schnittlauch nicht neben der Petersilie. Also diese Dinge, die gehen gar nicht. Und jetzt kommen wir schon zu den perfekten Pflanzenpartnern. Das wäre zum Beispiel die Karotte mit Lauch und Zwiebel. Das funktioniert super. Sie wehren gegenseitig die Schädlinge ab. Dann die Erdbeeren mit Knoblauch und Lauch. Knoblauch beschützt die Erdbeeren vor Mehltau und der Lauch vor dem Grauschimmel. Kohl mit Sellerie ist super, denn Kohl schützt Sellerie vor Sellerierost und der Sellerie schützt den Kohl vor den Kohlweißlingen. Das ist ja ein ganz gewaltiger Schädling bei den Kohlpflanzen. Und dann gibt es ein Dreierteam, das ist der Mais, Bohnen und Kürbisgewächse. Und diese Dreierkombination, die nennt man auch Milpa, das Milpa-Beet. Denn die Bohnen ranken an den Maisstauden empor und die Kürbisse fühlen sich im lichten Schatten von Mais und Bohne sehr wohl. Dann zur Gurke passt perfekt Dill, Salat und die Stangenbohnen. Und ein Dreierteam ist auch Kohlrabi, Salat und Radieschen. Perfekt passt der Lauch zu Sellerie und der Kaffiol zu Sellerie. Und der Kaffiol bekommt einen richtig schönen Kopf, eine richtig schöne Kaffiolrose, wenn er neben Lauch gepflanzt wird. Neben Sellerie gepflanzt wird. Da haben wir schon wieder. Das wäre schon wieder ein Blödsinn gewesen. Tomaten lieben Petersilie, Basilikum, Bohnen, die Tagetes, Ringelblumen und Sellerie. Und die Bohnen lieben die Kohlgewächse. Und ihr könnt auch zum Beispiel Tagetes und Ringelblumen eigentlich überall dazusetzen, denn Tagetes und Ringelblumen sind so richtige Bodenverbesserer. Ja, das war jetzt nur einmal ein kleiner Teil, da gibt es noch viel, 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 aber das wäre zu viel. Wenn ihr euch das schon alles merkt, puff, dann seid ihr schon gut unterwegs.
Und jetzt zeige ich euch einige Pflanzbeispiele, wie man die Mischkultur anwenden kann. So, jetzt kommen wir zum ersten Mischkulturvorschlag. Der wäre Basilikum, Tomaten, Sellerie und Bohnen. Und die Bohnen gehören ganz an den Rand, damit sie runterwachsen können. Jetzt sind das aber alles Pflanzen, die erst im Mai gesetzt werden. Und jetzt kann man vorher zum Beispiel Salat setzen, dann Radieschen, Kohlrabi und wiederum Salat. Und wenn das alles abgeerntet ist, dann kommen die Pflanzen. Der zweite Vorschlag wäre Petersilie, Tomaten, Sellerie und der Lauch. Und vor den Tomaten wiederum Radieschen. Der dritte Vorschlag wäre Kohlrabi, rote Rübe, Pastinake und Zwiebel. Der vierte Vorschlag wäre Basilikum, Paprika, Karotte und Zwiebel. Und bei der Paprika, da auch wiederum, da setze ich vorher Salat. Und beim Paprika kann ich hier einen Dill setzen und dort auch. Und zwischendurch sowieso überall, da geht es, oder Ringelblume, das geht bei jeder Mischkultur. Der fünfte Vorschlag wäre Bohnen, Tomaten, Brokkoli und Gurke. Und wiederum Basilikum, Tomate und Gurke, die werden erst im Mai gesetzt, da kann ich vorher Salat setzen. Der sechste Mischkulturvorschlag wäre einmal Knoblauch, dann Paprika, Dill und Karotte. Und beim Paprika wieder vorher Salat setzen, denn der Paprika wird erst im Mai gesetzt. Der siebte Vorschlag wäre Sellerie, Lauch, Karotte und Zwiebel. Das waren jetzt einige Vorschläge, wie man die Mischkultur anwenden kann. Ich mache es eigentlich jedes Jahr. Ich hoffe, ihr wendet heuer auch einmal die Mischkultur an. Ihr habt ja noch genügend Zeit, lehnt euch zurück, trinkt eine Tasse Tee bei den letzten Weihnachtskeksen und überlegt euch, welches Gemüse ihr in diesem Jahr anpflanzen wollt, vielleicht in Mischkulturtechnik. Tschüss, bis zum nächsten Mal.